Willkommen zum 10. Dezember. Der 10. Dezember, eine schöne gerade Zahl. Sieht heute, oh mein Gott, das Handy ist kaputt. Ja, es ist futsch. Und Justus zeigte auf das Seil. Es ist eindeutig angeschnitten worden. Mein Gewicht hat dem Seil dann den Rest gegeben. Daraus schließe ich zwei Dinge. Erstens esse ich zu viel Kirschkuchen. Und zweitens muss ich den Saboteur auf dieser Seite des Canyons aufhalten. Aus der Ferne hörten sie den Indianer rufen. Jungs, ist alles okay bei euch? Wie konnte das passieren? Bleibt, wo ihr seid. Ich komme zu euch. Es dauert nur etwas, denn ich muss einmal durch den ganzen Canyon klettern. Justus wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Gut, eine Pause kann ich jetzt vertragen. Kommt mit, wir setzen uns da hinten unter den großen Baum. Als sie dort ankamen, entdeckte Peter plötzlich ein Handy. Es lag neben einem Schneehaufen auf dem Waldboden. Es muss vom Himmel gefallen sein. Seht mal, das Display ist zersplittert, scheint aber noch zu funktionieren. Leider hat das Ding einen Sperrcode. Bob nahm ihm neugierig das Handy aus der Hand und betrachtete das Hintergrundbild. Vielleicht kann ich den Code knacken. Ich habe da eine Idee. Echt jetzt? Ich habe da keine Aufgabe. Sieh dir genau das Handy an. Gibt es irgendetwas, wodurch man auf den geheimen Sperrcode kommen kann? Welche Nummer sollten die drei Fragezeichen ausprobieren? Oh, doch, ich weiß es jetzt doch. Hier seht ihr das Handy. Und ich glaube, es ist 1001, wie aus 1001er Nacht oder so. Kann das sein? Oh, gibt sogar als Lösung 1001. Dann bin ich dafür, für dieses Sägeding. Lösung Nummer 2. Mal gucken. Nur Linsen, ob das richtig ist. Nicht, dass ich... Ja, sogar richtig. Jetzt muss ich nur noch diese Säge finden. Diese. Übrigens, der Weihnachtsbaum ist an und ich habe noch so Kreiszeug drumherum gemacht. So Kreis, weißes Girlandenzeug. So, und da ist auch schon die Säge ganz unten. Da. Alle hopp. Was ist das denn? Ein Brillenputztuch oder so? Moment. Ich muss das machen. Ah. Cool. Das wird mein neues Brillenputztuch. Auch die drei Fragezeichen müssen sich ab und zu die Brille putzen. Wenn ihre Sicht gerade getrübt ist und sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja, hier. Brillenputztuch. Nur echt, von den drei Fragezeichen. Mit dem Brillen- und Handyputztuch können Detektive ihre Ausrüstung pflegen und sauber halten, damit diese, wenn sie benötigt wird, gleich einsatzbereit ist. Mit diesem Tuch kannst du Brillen oder andere glatte Oberflächen wie Displays reinigen. Sachte reiben und Vorsicht, dass das Tuch nicht durch Sand oder Dreck verschmutzt ist, sondern... Sonst bekommt die zu putzende Oberfläche Kratzer. Schön. Ja, richtig detektivisch. Cool, vielleicht putze ich jetzt meine Brille öfter. So. Ja, das war der 10. Dezember. Wir sehen uns morgen beim 11. Dezember, Freitag. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.